Du bist auch ein notperfekter Mensch und wenn ich dir nämlich eine Kugel in deinen scheiß Kopf jage, dann gehst du nicht mehr ins Krankenhaus. Hast du das verstanden? Vielleicht solltest du mal ein bisschen auf dein Leben aufpassen. Was kannst du tun, um das wieder gut zu machen? Du hast die halbe Stadt wolltest du auf mich hetzen. Auf mich. Was geht ab? Oi. Was geht? Oi. Was können wir für euch tun? Hallo. So, wir hatten gerade ein relativ amüsantes Erlebnis. Erzähl. Mit einem Typen namens Ricardo. Du, ihr auch? Wir heute schon viermal. Ich kann dir so viel sagen. Ja, erzähl. Das kann mehr danach, als wenn er uns anheuern will. Ich kann dir mal so viel sagen. Der Typ, der hat irgendwie Stress mit den Bullen. Der war mal Polizist, ist da rausgeflogen und will jetzt gegen den Macker von der Labonairs was machen. Interessiert mich aber feuchten Scheißdreck, der hat mich beim Klamottenkaufen gestört. Ich hab gesagt, er soll seine Scheißfresse halten und sich verpissen. Hat er dann gemacht. Dann bin ich ihm hinterhergefahren, dann gab's das erste Mal Beef. Dann stand er hier in der Hood und labert meine Jungs voll von wegen, der will Gangster-Praktikum machen. Dann hat er die nächste Klatsche bekommen. Dann ist er hier durch die Hood gefahren, hat meine Lolos angefahren. Dann hat er die nächste Klatsche bekommen. Und dann hat er die scheiß Bullen nochmal gerufen und dann hat er die nächste Klatsche bekommen. Also ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Auf jeden Fall nicht ernst zu nehmen und wenn der irgendwie, keine Ahnung. Wie alt ist deine Info, dass er Cop war? Hat er mir gesagt. Er ist Cop. Er ist sogar Cop. Ich habe eben nochmal angerufen und alles gecheckt soweit. Also er ist aktuell noch Cop. Ist zwar ein richtiger Dulli, ich glaube, der hängt irgendwo auf 2 und sieht auch nicht so aus, als würde er irgendwie höher kommen. Wir wussten jetzt nicht genau, was da bei euch Phase ist, nur dass ihr da halt ein bisschen vorsichtig seid. Also er ist aktuell noch im aktiven Dienst. Aber der Typ kommt zu euch und wollt euch anheuern. Dass wir hier unten mal ein bisschen Stress machen. Aber ich sag mal so, ich war ein bisschen neugierig, hab mal rumgehorcht und er sagte, ja, das Hotel so und so und Westside. Wann war der bei euch? Der war nicht bei uns, war mal FD vor circa, müsste ich jetzt lügen. Eine halbe Stunde. Also ich weiß nicht, was das für ein Typ ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der will sterben. Seine Meinung war, wenn wir mehr wissen wollen über ihn, sollen wir ihn anrufen. Naja, also ich kann ihn gerne anrufen. Also ich kann euch was anbieten, so. Da springt auch was für euch raus. Also wenn ihr das klar macht und ihr holt uns dazu, dann kümmern wir uns um den ein für alle Mal. Ich schmeiß dir von der Brücke oder was weiß ich, ist mir scheißegal. Wenn ihr das klar macht, kriegt ihr eine Kleinigkeit von uns. Sollten wir hinkriegen. Ja. Meine Nummer habt ihr? Ja. Jo. Top. Nur als Info, dass du weißt, was er vorhat. Also ich meine, ich muss dir nicht sagen, dass das vor nach hinten losgehen wird. Er läuft durch die Stadt, fragt Leute, ob sie an einer Gang dazu gehorchen und sagt dann, er will Krieg gegen eine Gruppierung führen, die sich bei einem gewissen Beach Valley Motel aufhalten. Oh Mann. Alter. Das erzählt die gerade rum in der Stadt so. Ich dachte auch kurz, warte, Beach Valley Motel, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ist der noch beim Krankenhaus oder wo? No, das war vor einer halben Stunde oder so. Dann weiß ich, glaube ich, wo ich den finde. Stadtpark. Ja, bestimmt. Okay. Jungs, setzt euch mal in die Autos, wir drehen mal eine Runde. Ich suche den Typen jetzt selber. Aber wenn du ihn findest, ruf mich gerne an, dann kriegst du eine Kleinigkeit. Nee, perfekt, machen wir. Alright, bis dann. Adios. Peace. Okay. Wo ist der andere Sultan? Ja, okay. Jo, da fährt die ganze Zeit ein Taxi mit einem Beifahrer ums Cone Jewels herum. Envy meinte, wir sollten uns das mal angucken, ja. Ja. Razzia. Alle aus der Hood weg. Alle aus der Hood weg. Alle aus der Hood weg. Das ist Razzia. Alle weg. Das ist wegen den Autos, was ich vor 10 Minuten gesagt habe. Nee, das ist nicht wegen den Autos. Das ist, weil wir auf offener Straße Typen weggefetzt haben. Halt mal das Taxi an jetzt. Wo ist das Taxi? Hier oben. Komm, beweg dich, Junge. Steig jetzt aus der Karre aus. Ist er da? Nee, um dich geht's nicht. Der Beifahrer hier. Einsteigen in den weißen Sultan hier. Komm, beweg dich, Junge. Fahren das Richtung Lizenta mit den Bullen? Schwarzer Sultan, beweg dich, Junge. Oder muss ich hier Beine machen? Was für ein Auto? Nein, du fährst jetzt gleich einfach weiter. Klamottenladen Westside, ich bin da, aber hier ist keiner. Wir haben den jetzt eingepackt. Der Klamottenladen, der geschlossen hat, da habe ich das Taxi eben gesehen. Alter, das kannst du keinem erzählen. So, wir fahren jetzt Hood zu Freddy. Nee, ihr fahrt nicht Hood, da ist Razzia. Nee, wir fahren nicht Hood, nicht Hood. Nicht Hood, nicht Hood. Nee, die fahren gerade Richtung Lizenza vorbei, ich geb's dir durch, ja? Fahrt Eastside Mirror Park weiter in den Osten. Das Problem ist, Freddy, ich bin mit niemandem connected. Anouk sitzt hier. Du bist mit mir connected, das reicht. Caleb, connecte dich mal mit dem anderen Sultan, die sollen Mirror Park, wie erkläre ich das am besten? Alter, Anouk und Kay haben den eingepackt. Ja. Nee, der ist bei JT im Auto. Ich sitze nur bei Anouk im Auto. Ich connecte mich mal im Auto, damit er da rein kann. Das ist eigentlich Wohngebiet, hier ist eigentlich... Nein. Wir fahren nicht hier. Ja, aber da siehst du die Autos, oder? Warte, Anouk. Oder hoch, Nee, wir fahren Ölfeld. Ölfeld. Anouk, fahren wir. Ich brauche ein paar Minuten mit dem. Ja, das ist relativ mittig. Wir sind jetzt hier bei... Ich glaube, JT, du weißt, welche Halle Freddy meint, oder? JT weiß bestimmt, welche Halle wir meinen, ja. Also die Halle ist relativ mittig von den Ölfeldern, da sind so mehrere Hallen, da kannst du einfach reinfahren.
Da wo die drei Hallen nebeneinander sind, ne? Die meinst du auch, Jet, hier, oder? Drei Hallen oben, okay. Relativ mittig, kurz vorm Schrottplatz. Ja, genau. Ja, da sind wir. Dann... Wie weit sind die, Caleb? Ja, warte. Wie weit seid ihr? Die sind auch gleich da. Da vorne kommt Wixen. Ja, aber sind alle hier. So, raus. Der soll sich nochmal an die Wand stellen. Und an die Wand, da... Der saß im Taxi, der Wichser. Das Taxi ist fünfmal rumgefahren. Ja. Also auffälliger ging's nicht. Also, weil ich mich gesehen hab. Tja. So. Und wir haben dich auch gesehen und jetzt bist du hier. Hey, dein Handy gibst du jetzt noch mir. Hey, stell dich mal da draußen und achte, ob es drauf kommt, wer geht. Ich hab nur noch meine Medikamente. Hast du sein Handy schon? Ich hab jetzt gerade keins gefunden bei ihm, ne. Ich glaub, sein Handy hab ich noch. Vielleicht kriegst du das ja später wieder, wenn du dich gar nicht mal so doof anstellst. So, nimm deine Hände runter und guck mir in die Augen. So, wir haben uns ja heute schon 1, 2, 3 Mal gesehen, oder? Ja. Ja? Was ist deine Mission? Erzähl mal. Also, ich war hier. Ich war im Tattoo-Studio und habe gefragt, weil ich mich einer Gang anschließen wollte. Dann haben die mir versichert, ich könnte ein Gang-Praktikum machen. Das machen ein paar Leute. Dann habe ich schon gelacht und gesagt, ihr verarscht mich. Dann ich sollte zum Beach Venice Hotel runterkommen. Wer hat das zu dir gesagt? Das haben die vom Tattoo-Studio. Wer vom Tattoo-Studio hat das zu dir gesagt? Ich kenne die Namen nicht, aber einer von ihnen hat meine Nummer auch. War das eine Frau oder waren das Typen, die das gesagt haben? Es waren zwei Frauen da, eine rothaarige und es waren zwei Typen. Die hat gesagt, auch. Du sollst zu uns runterkommen, damit, da kriegst du Gangpraktikum. Ja, genau. Und dann. Okay, alles klar. Gut, das ist schon mal gut zu wissen. Der Herr hier hinten, dem habe ich das gesagt und der hat mich dann abgestochen. Und dann gebe ich auch zu, okay, ich war im Krankenhaus und dann wollte ich so ein bisschen, klar, ich bin eine Ein-Mann-Armee und deswegen wollte ich. Du bist gar keine Armee, Digga. Gar keine Armee bist du. Du bist der Dreck unter meinen Schuhen, mehr bist du nicht. Aber ja, erzähl das weiter. Das wäre ich ja gern. Ich würde mich ja gern anschließen. Ich mache mir auch gern die Finger schmutzig. Oh mein Gott, ey. Lass die Kommentare, lass ihn erzählen. Erzähl weiter. Okay, und dann, ja gut, dann bin ich hin und ich gebe es zu, ja, dass ich da in eurer Gasse herumgehupt habe und so weiter. Und dann, und dann diesen Streit hier provoziert habe. Dann habt ihr mir alles abgenommen, mich zweimal ich wurde heute schon einmal abgeknallt beim Modeladen. Nee, weiß nicht, ob da einer von euch mit beteiligt war. Ja, vielleicht waren wir das auch, ja. Ja, genau. Und dann war ich bei meinem Krankenhaus und ich habe euch gesehen beim Krankenhaus, dass ihr auf mich gewartet habt. Ich bin hinten raus, bin ins Taxi eingestiegen, habe gesehen, dass ihr da unten beim Hotel gewartet habt. Und dann bin ich mit ihm nochmal um die Blöcke gefahren. Und jetzt stehen wir hier. Nee, du hättest das nicht geklärt. Du hast einen ganz, 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 ganz großen Fehler gemacht. Und kennst du mich überhaupt? Nein, ich kenne hier niemanden. Du kennst hier niemanden. Du kennst mich gar nicht, Digga. Du kennst mich überhaupt nicht. Und gehst zu anderen Gruppen, die mir unterstellt sind, beziehungsweise die mich anrufen, wenn irgendwas ist und die mir erzählen, dass du die versuchst anzuheulen, um Stress mit mir zu machen. Was denkst du, bleibt mir jetzt gleich noch übrig mit dir zum... Ich bin gerade in einem Gespräch, kann gerade nicht. Meinst du, du bist aus Stahl? Nein, das bin ich nicht. Du bist nicht aus Stahl. Weißt du, dass du heute schon die eine oder andere Kugel gefressen hast? Du bist auch nur ein Mensch, du bist keine Maschine. Du bist auch nur ein perfekter Mensch. Und wenn ich dir nämlich eine Kugel in deinen scheiß Kopf jage, dann gehst du nicht mehr ins Krankenhaus. Hast du das verstanden? Hab's verstanden. Vielleicht solltest du mal ein bisschen auf dein Leben aufpassen. Ja, okay, mach ich. Was kann ich tun, um das alles wieder gut zu machen? Kannst du tun, um das wieder gut zu machen? Die halbe Stadt wolltest du auf mich hetzen. Auf mich. Hat nicht ganz funktioniert. In erster Linie war ich sauer auf die Polizei und wollte mich einer Gang anschließen. Das mit euch, das war... Oder das mit dir oder ihnen. Was denkst du denn... Was denkst du, was ist eine Gang? Denkst du, eine Gang ist eine Gruppe, wo du mit einer Bewerbungsmappe hinläufst und sagst, hallo, darf ich bei euch sein? Denkst du, das ist eine Gang? Nein, Gangs sind eigentlich wie Brüder. Ich habe denen auch gesagt vom Tattoo-Studio, normalerweise schneide ich mir in die Hand, du schneidest dir in die Hand, wir geben uns die Hände und wir sind Blutsbrüder. Jungs, hört mal zu. Wer lachen muss, darf jetzt mal kurz weggehen. Wir sind keine Apachen, du Idiot. Was denkst du denn, Alter? Was war das vorher mit den Autos in der Hood? Dass du gegen jede Karre gefahren bist in der Straße? Mehrmals? Bist du auch gegen meinen Lolo gefahren? Gegen jeden ist er gefahren. In wessen Lolo bist du noch gefahren? Ich weiß nicht, ich bin durch die Straße da einfach durchgefahren und hab gehupt und wollte einfach Aufmerksamkeit. Warum willst du denn Aufmerksamkeit? Meinst du, wir spielen hier? Meinst du, wir spielen hier mit dir? Nein, wir haben so viel Waffen und Munition dabei, dass dich kein Mensch mehr wiedererkennt, wenn wir das wollen. Kein verfickter Mensch. Was denkst du, wer du bist, dass du einfach in unsere Straße fährst und unsere Fahrzeuge rammst, irgendwelche Leute anheuerst oder sonstiges machst? Was denkst du, wer du bist? Du bist ein scheiß Bulle, Digga. Scheiß Bulle bist du. Nicht mehr. Doch, du bist noch ein Bulle. Doch, habe ich doch schon nachgeprüft. Du bist noch ein Polizist. Du bist noch eingestellt. Erzählst mir irgendeine Scheiße.
Ich bin nicht mehr eingestellt, das schwöre ich auf alles, was ich noch habe. Drecks-Ex-Cop, Junge. Auf alles, was du hast, das Einzige, was du noch hast, sind deine Klamotten. Ich meine, du fährst selbst einen Mietwagen, den du wahrscheinlich morgen nicht mehr bezahlen kannst. Dein scheiß Tornado ist auch durchlöchert beim LSC wahrscheinlich. Ja, das kostet auch alles noch Geld. Was willst du denn jetzt machen? Ja, ich versuch's hier einfach mit der Wahrheit. Und weißt du, Und hoffe auf eure Gnade. Ja, das werden wir sehen, ob du die Gnade verdient hast. Dann die ganze Stadt weiß jetzt auch, wer du bist und hasst dich. Das ist das Problem. Klar, so diese ganzen Leute, die am Stadtpark rumhängen und sonstiges. Aber du hast jetzt innerhalb von einem Tag einen ganz schönen Namen gemacht. Problem ist nur, dass du dir einen scheiß Namen gemacht. Verdammt, ziemlich beschissenen Namen. Digga, ich kenne dich überhaupt nicht. Du stehst bei mir im Klamottenladen und laberst mich voll. Ob ich jemanden kenne von Untergrund, ob ich hier das kenne, ob ich dies kenne. Digga, was denkst du denn, wer du bist? Du kannst doch nicht zu irgendwelchen wildfremden Leuten laufen und sagst, du willst Untergrundorganisation aufbauen und willst und sagst mir dann auch noch, ja, jeder, der dagegen was getan hat, wird dann auch noch sehen. Du rennst jetzt um dein scheiß Leben. Und wenn ich dich noch einmal sehe, hast du mich verstanden? Dann töte ich dich. Okay. Lauf! Darf ich kurz vorbei? Danke. Yeah. You can find me on the cliffside. All they do is overlook me. Yeah, if things don't pan out, keep it cooking. You're not a fan.